100 Milliarden Euro. Mit dieser beträchtlichen Summe aus dem Sondervermögen Bundeswehr soll die deutsche Armee modernisiert und fit für die Aufgaben der Zukunft gemacht werden. Doch wohin soll das Geld fließen und welchen Beitrag kann die bayerische Industrie bei der Neuaufstellung der Bundeswehr leisten? Darüber diskutierte der Freie Wählerabgeordnete Bernhard Pohl bei einem parlamentarischen Abend mit seinen Gästen. Für den Fraktionsvize ist klar: Wenn man, wie in diesem Jahr geschehen, nach dem 24. Februar, nach dem Beginn des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukrainer, die bayerische Industrie auffordert, Listen zu erstellen, was sie denn liefern kann, und die binnen Tagesfrist liefert, und die Unternehmen hören dann 3 Monate nichts von der Bundesregierung, dann schwant mir Böses. Laut Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert liegt ein weiteres Problem in der EU-Taxonomie, ein Regelwerk, das definiert, ob Unternehmen ökologisch und sozial wirtschaften. Die EU-Taxonomie ist als europäisches Projekt ganz grundsätzlich in der Bedeutung für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Warum? Weil die im Green Deal und in dem Bereich Sustainable Finance verankerte Taxonomie den Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie als sozial schädlich, querstrich neutral, in jedem Fall nicht als sozial nützlich einstuft. Das ist ein Akt der Willkür, so wie es die Taxonomie in der derzeitigen Fassung vorsieht. Und das ist in keiner Weise akzeptabel, denn die Grundlage, ja die Mutter unserer Freiheit, unserer Rechtsstaatlichkeit, ist die Befähigung, dass wir uns verteidigen können. Dennoch müssten deutsche Rüstungsfirmen nicht das Nachsehen haben, wie der frühere Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Kurt Rosmanit, erklärt. Gerade wenn ich das sehe hier in München, Krauss, Maffei, Wegmann, der Leo 2 ist heute noch, obwohl er schon lange in Betrieb ist, mit das beste Gerät, das wir haben bei den Panzern. Ich bin selber mal mitgefahren und fantastisch. Entscheidend sei jetzt, dass das Geld aus dem Sondervermögen rasch fließt. Richard Drechsel, Oberst AD, erklärt, wofür die Mittel ausgegeben werden sollten und wofür nicht. Die müssen jetzt zuallererst dafür ausgegeben werden, dass das deutsche Heer wieder einsatzfähig wird. Dort haben wir die ganz großen Deltas. Wir haben nur ein paar Panzerbataillone, die nicht mal vollständig mit Panzern ausgerüstet sind. Wir haben zu wenig Munition. Wir haben in Teilen keine durchgehende Digitalisierung. Teile der Truppe sind analog ausgestattet mit Funkgeräten, die anderen Teile digital. Also innerhalb gleicher Verbände ist die Kommunikation schwierig, das muss als allererstes beseitigt werden. Dann gehört ganz wichtig dazu, dass die Munitionsbevorratung wieder verbessert wird. Man kann nicht in einen Einsatz gehen, indem man eben am Abend des ersten Tages dann sagen muss, wir haben keine Munition mehr. Eins steht jedenfalls fest: Wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit die Bundeswehr ihre Aufgaben zur Landesverteidigung wieder vollumfänglich wahrnehmen und ihren Bündnispflichten nachkommen kann. Als Freie Wählerfraktion werden wir diesen Prozess auf Landesebene mit aller Kraft unterstützen.